Modio ist eigentlich weltweit total erfolgreich, also hier in Europa natürlich, aber eben auch in den USA bis nach Kanada und auch im asiatischen Raum ist er wirklich total erfolgreich und wurde da auch bereits mehrfach prämiert. Also ich kenne Modio aus diesen kleinen animierten Filmchen, die früher im Fernsehen liefen und ich glaube, davon kennen den auch einfach viele Leute. Und ich habe das als Kind immer mal so gesehen und habe den dann lange Zeit gar nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Dann war aber klar, dass wir diese Ausstellung machen und dass ich die kuratieren werde. Und dann habe ich nochmal mit so einem Erwachsenenblick quasi da drauf geguckt und habe mir so einen Bezug aufgebaut, vor allen Dingen über diese Themenwelten. It represents 50 years of my life. Even for myself, I cannot imagine me working so much and so long in every cartoon. It's a long way, and to see it suddenly like this impressed me very much. It impressed me very much. Zum einen gibt es eben einen biografischen Raum, in dem wir hier auch gerade sind, wo man sehr schön so diese Stilentwicklung von Modio sehen kann. Bei diesen frühen Arbeiten fragt man sich eben ganz oft so, oh, das ist auch von Modio, weil er da diesen Stil, für den man ihn so kennt, mit den weißen Knollennasen, noch gar nicht entwickelt hat. Das heißt, er hat erstmal 25 Jahre lang gezeichnet, bis er am Ende diese Knollennase erfunden hat, für die er eben heute auch so bekannt ist. I used to work 10 hours a day, so my cartoons, I am very slowly doing my cartoons because I like to work the details, and it's not easy for me to design, not easy to, so I go very slowly because I don't work like this. I work very slowly because I'm not very, very good for that. Ich finde, dass diese alleinstehende Figur, die mit irgendeiner Situation klarkommen muss, sich so durch sein ganzes Werk zieht. Man hat immer wieder eine Figur, die zum Beispiel auf einer einsamen Insel sitzt, die da gestrandet ist, die einen Ausweg finden muss. Man hat immer wieder so kleine Figürchen, die durchs Weltall schwirren. Also ich kann echt lange vor dieser Figur stehen, die dieses Fragezeichen in die Höhe stemmt. Da denke ich immer so, ja genau, wo ist der Sinn hinter all dem? Und das finde ich eben so besonders schön, dass man manchmal auch so ganz tiefgreifende und essentielle Fragen stellen kann. My cartoons without words, they are good for different interpretations. People will interpret my cartoon in a different way. And that is very interesting because I force people to think. And that's good for everybody, even for myself. Modio hat immer wieder auch so kritische Elemente mit in seine Werke eingearbeitet. Dazu gehört unter anderem die Freiheitsstatue, der er ein Sträflingskostüm verpasst. Und das ist so eine Arbeit, die wirklich offensichtlich auch kritisch ist. Man kann jetzt hier natürlich darüber diskutieren, was sagt das aus? Also verweist es vielleicht auf die Gefangenenzahlen in den USA, die mit zu den weltweit höchsten gehören? Oder stellt es vielleicht auch eine Frage nach dem American Dream? What I want to say in my cartoon, I think my idea is to work for a better world with less suffering, less injustice. Mein Lieblingsbild in der Ausstellung ist dieses hier, weil ich die Farbigkeit hier so besonders toll finde. Man kann, wenn man nah rangeht, richtig schön erkennen, wie Modio mit Pastellkreiden über Acrylfarbe geht und dadurch so tolle Effekte herstellt von Schattierungen und Lichtflecken. Das ist eben auch die besondere Qualität, die man hat, wenn man sich ein originales Kunstwerk anguckt. Und das ist gleichzeitig was ganz Besonderes, denn Modio hat jetzt 25 Jahre lang keine Originale mehr in Deutschland ausgestellt. Und wir haben hier gleich mehr als 150 originale Kunstwerke, an denen man dann eben wirklich auch so seinen besonderen Stil in Bezug auf Farbigkeit und Zeichnung sehr schön erkennen kann. I live in many places. I live in 6 countries. But my real place is my studio. Ich finde, man kann nicht sagen, dass die Ausstellung sich an irgendein bestimmtes Publikum richtet, weil Modio ist total breit gefächert und eben auch durch diesen Verzicht auf Sprache ja auch total grenzübergreifend. I work for everyone. And sometimes what I do for everyone is that children like it. Children like my cartoons and grown-up people. But grown-up people who are like something like children also.
Kinder erwartet in unserer Ausstellung noch was Besonderes. Das ist unser Kinder-Audio-Guide. Dafür habe ich mich mit Kindern aus der Luisenschule getroffen. Die haben dann sich ihre Lieblingsbilder rausgesucht, haben Bildbeschreibungen geschrieben und danach haben sie alles eingesprochen, sodass wir jetzt eben einen ganz tollen Kinder-Audio-Guide haben. Wir heißen Talia, Leo, Paulina, Alexander, Ole, Leon, Carla, Joyce. Wir gehen alle in die Klasse 3a und haben diesen Audio-Guide für dich gemacht.